Die Hoyo de Monterey Epicure Nummer 2. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Etwas Genuss und heute habe ich euch mal wieder eine besondere Zigarre mitgebracht. Eine Zigarre, über die sich sicherlich gerade die Kuba-Freunde freuen werden, denn es ist eine Kuba-Zigarre. Wir haben eine Habanos am Start. Wir haben die Hoyo de Monterey Epicure Nummer 2 am Start. Für diese Zigarre muss ich mich bedanken bei Zuschauer Jens. Jens hat mir vor kurzer Zeit ein kubanisches Zuschauerpaket zugeschickt und hat gesagt, hey, du planst ein paar Kuba-Streams, die werden übrigens auch noch kommen, ne? Sobald ich die planen kann, wird das gemacht. Und hat mir deswegen da ein bisschen Unterstützung in Form von Habano Smokes geschickt. Und da war auch die Hoyo de Monterey Epicure Nummer 2 dabei. Sogar zweimal. Deswegen habe ich mir gedacht, gut, ein Exemplar für ein Review, das zweite für den passenden Stream. Es ist natürlich eine beliebte Zigarre von einer beliebten Marke. Es ist ein klassisches Format. Das Nummer 2 Format ist ein Robusto-Format. Das heißt, wir haben hier ein 50er Ringmaß und sind hier wirklich beim ganz klassischen Robusto-Format unterwegs. Es ist eine Habanos. Das heißt, wir haben natürlich 100% Kuba-Tabak drin. Da muss ich, glaube ich, auch nicht mehr viel zu sagen. Der aktuelle Preis liegt bei 18,70 Euro. Für eine Robusto sicherlich eine stolze Ansage. In Welt der Habanos ganz normal, muss man an der Stelle auch mal sagen. Von daher, gut. Die preisliche Einschätzung überlasse ich dann einfach mal jedem selbst. Hier fliegt gerade die größte Hummel der Welt entlang, aber ich hoffe, dass das trotzdem nicht allzu nachträglich wird für das Video. Das lasse ich jetzt auch drin, warum auch nicht. Zu dieser Zigarre muss ich etwas dazu sagen. Diese Zigarre ist vorgeaged. Jens hat sie mir mit dem Hinweis geschickt, dass sie das Boxing Date August 2020 hat. Das heißt, sie ist jetzt fast 4 Jahre alt. Gerade bei Kuba hört man ja immer wieder, Kuba-Zigarren müssen liegen. So, du kaufst sie, lass sie mindestens 2 Jahre liegen, lass sie mindestens 1 Jahr liegen, was auch immer. Aber Hauptsache erstmal liegen lassen. Dem kann man zustimmen oder auch nicht. Sicherlich verändern sich die Zigarren über die Zeit, was aber nicht heißt, meiner Meinung nach, dass man sie frisch nicht rauchen kann. Aber gut, ich bin da ja auch nicht so Habanophil, ne? Das wisst ihr ja auch von mir. Aber die hier ist eben vorgeaged und das ist gerade bei Habanos halt ein großer Punkt und das macht sie sehr, sehr spannend. Wenn ihr aktuell Habanos kauft, haben die ein Boxing Date, das ist meistens so 3-4 Jahre alt. Boxing Date, ganz kurz gesagt, ist der Moment, ab dem die Zigarren wirklich in die Kisten gehen und dann auch in den Versand. Und die sind im Moment so 3-4 Monate alt, das ist wirklich nicht viel. Früher hat man Zigarren mit Boxing Dates gekauft, die lagen ein Jahr zurück oder vielleicht sogar anderthalb. Jetzt sind wir halt bei 3 bis 4 Monaten angekommen. 18,70 Euro habe ich schon gesagt als Preis. Das ist, wie gesagt, auch jetzt nichts Schockierendes mehr in der Welt der Habanos für eine Robusto-Zigarre. Vom Kaltgeruch her, typisch Kuba, die leicht erdig-ledrigen Noten kombiniert mit der Creme, riecht einfach nach typisch Kuba, um es mal so zu sagen. Und das ist ja auch jetzt keine Kritik, es ist eine Habanos, Mikroklima, Böden, Saatgut, das alles ist da eben besonders und von daher ist es vollkommen erwartbar, dass sie auch nach typisch Habanos riecht. Sie fühlt sich, auch typisch Habanos, wahnsinnig festgepackt an. Ne? Das erleben wir oft bei Habanos, dass die einen hohen Zugwiderstand haben. Wie hoch der Zugwiderstand ist, kann ich aber am besten herausfinden, indem ich jetzt mal den Anschnitt wage. Ich schaue mal, wir haben eine relativ kleine, dreifache Kappe. Oberkanter kleiner Finger, das geht nicht so weit runter. Nehmt am besten einen Cutter mit Fixierung oder nehmt vielleicht sogar einen Ringschnitt. Dann seid ihr da auf der sicheren Seite. Ich werde den Cutter mit Fixierung nehmen und dann werde ich sie mal anschneiden und teste dann den Kaltzug und den Kaltgeschmack. Angeschnitten ist die Hoyo de Monterey Epicure Nummer 2 und dann teste ich mal den Kaltzug. Hoher Zugwiderstand. Im Kaltzug schon, ohne dass wir Rauch durch die Zigarre ziehen. Bei 55-60%. Und direkt kommt diese schöne Creme in Kombination mit der leichten erdigen Note dazu. Wahnsinnig ausgewogen, auch im Kaltgeschmack schon wirklich typisch Kuba. Aber der Kaltgeschmack ist ja nicht alles. Ich muss sie anzünden und dafür benutze ich natürlich mein treues Etwas Genuss Zigarrenfeuerzeug. So rum ist es richtig. Patreon-Unterstützer ab Level 3 kriegen es für ihre Mitgliedschaft dazu. Falls ihr also Bock auf etwas mehr Genuss habt, wie Videos, Zigarrenfeuerzeuge, Tee, Kaffee, Abstimmungen, Behind-the-Scenes-Post, dann
Geht gerne auf Patreon vorbei und werdet schon ab 2 Euro im Monat Mitglied. Ich werde jetzt aber die Joya de Monterrey zünden und möchte an der Stelle dazu sagen, es ist heute relativ windig. Es ist heute sehr windig. Von daher werde ich schauen, wie gut das Anzünden funktioniert, aber werde natürlich dann schauen, dass ich bei Dingen wie Schiefbrand und vielleicht einem etwas schwierigen Anzünden das nicht auf die Zigarre schiebe, sondern natürlich das Wetter mit berücksichtige. Angezündet ist sie und dann nehmen wir mal den ersten Zug der Joya de Monterrey Epicio Nummer 2. Gute Rauchabgabe. Zugwiderstand ist okay, nicht so schlimm wie befürchtet. 65%, kann man definitiv mitarbeiten, ist jetzt im ersten Eindruck auf keinen Fall irgendwo bei unrauchbar und ich kriege nichts raus, sondern einfach ein relativ hoher Zugwiderstand, sicherlich auch etwas, was viele Leute mögen, gerade auch Habanos-Liebhaber mögen das ja auch oft, aber von daher absolut rauchbar im ersten Eindruck. Die Creme ist da, die ledrige Note ist noch kein Leder, ist eine Fermentationsnote, also ein bisschen schwächer. Ein ganz, ganz leichter Pfeffer, wirklich ganz, ganz leicht, ganz dezent im Hintergrund, ein ganz, ganz leicht, eine leichte pfeffrige Note, die da so ein bisschen mitspielt und tatsächlich auch eine leichte Nussigkeit in der Zigarre. Sehr, sehr spannend, das ist wirklich gerade ein sehr, sehr spannender Anfang. Ich würde daher sagen, ich rauche jetzt mal das erste Drittel der Joya de Monterrey Epicio Nummer 2 und hole euch dann für einen etwas ausführlicheren ersten Eindruck wieder dazu. Ich bin jetzt gut eine Viertelstunde im Smoke, das erste Drittel knapp erreicht. Sie hat einen leichten Schiefbrand, aber Freunde, da sage ich euch ganz ehrlich, den muss ich wirklich 100% heute den Windverhältnissen zuschieben. Er ist doch wirklich nur minimal und ich habe es gerade getestet, je nachdem, wie ich die Zigarre gedreht habe und gehalten habe, je nachdem, welche Seite dann im Wind war, hat sich der Schiefbrand verschoben. Das ist halt einfach so, von daher lasse ich das jetzt nicht der Joya de Monterrey an. Die Asche an sich hält gut, was natürlich auch daran liegt, dass sie relativ fest gewickelt ist und viel Tabak drin ist. Ich werde sie jetzt einmal abaschen. Ein schönes, solides Stück, so soll es sein. Sie hat eine spannende Entwicklung. Die leichte Pfefferschärfe hat ein bisschen zugenommen, aber nicht so sehr. Die leichte Nussigkeit hat sich relativ schnell verkrümelt dann wieder innerhalb des ersten Drittels, wurde aber abgelöst von einem schönen Ton von Holz und Heu. Ihr wisst es, ich nenne es immer so ein bisschen das alte Scheunenaroma, das Heubodenaroma. Wenn ihr mal auf einem Bauernhof wart, in so einer alten Scheune aus Holz und aber noch ein Heuboden drin dann, und das gerochen habt, dann wisst ihr, was ich meine, in welche Richtung das geht. Das ist in Zigarren für mich oft auch ein angenehmes Aroma. Auch wenn das vielleicht nicht so klingt, auch wenn man denkt, ich rauche Holz. Nein, es ist für mich ein angenehmes Aroma und ich finde das gerade bei der Joya echt schön. Die Grundcreme hat sich gehalten und die Fermentationsnote auch. Da liefert sie wirklich ordentlich ab. Zugwiderstand hat sich gut gefangen, 55%. Das liegt aber auch daran, dass sie fast 4 Jahre vorgereift ist. Das ist neben der Aromatik, die sich bei Kubanern über die Dauer der Reifezeit wirklich oft gut entwickelt, auch nicht immer, aber oft gut, ist es halt auch so ein Ding, dass die, wenn sie am Anfang sehr, sehr fest gerollt sind, dass sich das Ganze ein bisschen entspannt, wenn die Zigarre reift und deswegen der Zugwiderstand sich dann gut entwickelt. Und der hier ist wirklich jetzt mit 55% sehr gut. Ich werde mal den ersten Zigarrenring versuchen abzunehmen, weil wenn ich jetzt gleich das zweite Drittel rauche, rauche ich da ansonsten komplett brutal rein und das will ich nicht. Und, ach, sie will mich ärgern. Ihr seht es schon, das Papier hat sich gesplittet. Ich muss jetzt zusehen, wie ich das einigermaßen sauber abkriege. Und die will mal überhaupt nicht. Okay, die Zigarrenringe sind sehr locker. Ich probiere es mal anders. Ich werde einfach mal beide direkt versuchen, vorsichtig abzuschieben. Das hat mit dem Hauptring wunderbar geklappt. Dann versuche ich jetzt auch mal den Rest von dem Serienring abzuziehen. Und das geht auch.
Dass sich das Papier gesplittet hat, ist ärgerlich. Dass es sich jetzt in meinem Fall abschieben ließ, ist ein glücklicher Zufall, muss man an der Stelle sagen. Ich werde jetzt aber mal das zweite Drittel der Joyeux de Monterrey Epicure Nummer 2 rauchen und hole euch dann für einen ausführlicheren weiteren Eindruck wieder dazu. Ich bin gut eine halbe Stunde im Smoke, zwei Drittel sind rum. Sie hat mich gerade einmal geärgert. Sie ist ausgegangen, da war irgendwie in der Zigarre eine konstruktive Schwachstelle, sie ist ausgegangen. Ich habe sie dann auch nur sehr schwer wieder anbekommen und habe sie dann im Anschluss einmal degassiert und seitdem läuft sie wieder richtig rund, so wie es sein soll. Der Zugwiderstand hat sich bei 50% jetzt eingependelt und die Rauchabgabe ist jetzt auch wieder gut. Wie gesagt, ich weiß nicht, was da los war. Irgendeine konstruktive Schwachstelle muss in der Zigarre gewesen sein, ich kann es nicht ganz nachvollziehen, aber sie ließ sich dann auch wieder relativ einfach retten und in Gang kriegen, nachdem ich realisiert habe, dass ich sie am besten einmal degassiere. Muss man aber auch wissen und einschätzen können, das müssen wir definitiv berücksichtigen. Die Pfefferschärfe hat sich im Verlauf des Smokes weiter aufgebaut. Das Heubodenaroma ist auch stärker geworden. Die Creme ist ein bisschen in den Hintergrund getreten und die Fermentationsnote ist im Prinzip gleich geblieben. Das heißt, sie hat da echt den ein oder anderen geschmacklichen Wandel drin. Das macht sie sehr, sehr spannend definitiv auch interessant. Ich würde aber sagen, und ihr seht übrigens, schiefbrandtechnisch hat sie sich dann auch jetzt ein bisschen eingependelt, was aber auch sicherlich daran liegt, dass ich sie jetzt einmal nachgezündet habe und degassiert habe. Ich würde daher sagen, ich rauche jetzt mal das letzte Drittel der Joyeux de Monterrey Epicure Nummer 2 und hole euch dann für den abschließenden Eindruck und natürlich auch die Punktebewertung wieder dazu. Ich bin gut eine Dreiviertelstunde im Smoke mit der Joyeux de Monterrey Epicure Nummer 2. Ich werde sie jetzt ablegen, denn ich persönlich mag keinen warmen Rauch. Ich nehme noch einen letzten Zug. Im letzten Drittel hat sich die Pfefferschärfe noch ein bisschen weiter aufgebaut. Auch diese Heubodenaromatik, sprich die Aromen von Holz und Heu, sind noch stärker geworden. Die Creme hat sich dann eigentlich ziemlich schnell verkrümelt jetzt im letzten Drittel. Und auch diese leichte Fermentationsnote, davon war nicht mehr viel über. Da ist sie leider jetzt im letzten Drittel ein kleines bisschen eintönig geworden, aber ist sich treu geblieben, dass sie einen weiteren geschmacklichen Wandel hingelegt hat. Sie hat mir ziemlich gut gefallen, muss ich an der Stelle wirklich mal sagen. Definitiv eine etwas spannendere Habanos, die da wirklich den ein oder anderen geschmacklichen Wandel mit sich bringt und daher auch einfach ein interessanter Smoke ist. Wie interessant, schauen wir uns aber am besten mal in der Punktebewertung an. Konstruktion 86 Punkte. Sie war da auf einem deutlich besseren Weg, weil wie gesagt, diese ganze Schiefbrandthematik muss ich heute einfach auf den Wind schieben und er war auch nie gravierend, dass ich ihn korrigieren musste und ich habe es mehrfach getestet, je nachdem, wie ich sie hier gehalten habe, welche Seite im Wind war, hat sich halt einfach ein anderes Bild ergeben und da hat sich der Schiefbrand dann immer so ein bisschen selber korrigiert. Der ist außen vor geklammert. Dass sie mir zwischendurch einmal so gnadenlos ausgegangen ist, das war einfach nicht cool und das muss ich dann leider berücksichtigen. Es ist nicht die erste Epicure Nummer 2, die ich geraucht habe. Bei den anderen hatte ich auch mal mit einem schwereren Zug zu kämpfen und vielleicht auch mit dem einen oder anderen Schiefbrand. Von daher gebe ich ihr da jetzt mal 86 Punkte. Sie wäre sicherlich um die 90 unterwegs gewesen, wenn das nicht mit dieser gnadenlosen Fehlstelle in der Mitte passiert wäre. Aber es ist nun mal einfach passiert. Aromatik kriegt sie von mir 92 Punkte. Dadurch, dass sie eine schöne Aromatik hat, eine gut ausbalancierte Aromatik hat und da wirklich auch an der einen oder anderen Stelle zu überzeugen weiß und nicht langweilig wird. Und da werden sicherlich einige Habanos-Fans jetzt mit den Augen rollen, wenn ich tue mich einfach schwer damit, oft mal wirklich interessante Habanos-Smokes zu finden. Ich rede jetzt nicht von gut, aber ich rede von interessant und spannend. Und da hat sie definitiv hier sehr gut abgeliefert. Preis-Leistungs-Verhältnis. Wie soll man das bei Habanos beurteilen? Jetzt mal ganz im Ernst. Ich werde es in der Welt der Habanos-Preise beurteilen. Berücksichtigt das bitte bei meiner Einschätzung. Wir sind bei Zigarren unterwegs, die eh schon teuer geworden sind, sehr teuer geworden sind. Da möchte ich jetzt auch gar nicht drüber meckern, ist gar nicht mein Stil. Wenn ich das aber in der Welt der Habanos-Zigarren einordne, ist das okay. Dann sind die 18,70 Euro, die sie aktuell kostet, sind okay, und man kriegt dafür wirklich eine schöne, interessante Robusto und von daher kriegt sie da 90 Punkte. Ich weiß, das wird für viele hochgezogene Augenbrauen sorgen, aber wenn ich es wirklich nur in der Welt der Habanos betrachte, ist es ein angemessenes Preis-Leistungs-Verhältnis und dann kriegt sie da von mir 90 Punkte.
Wenn wir uns das jetzt mal in Gänze anschauen, wenn wir den Durchschnitt wählen, landen wir bei 89 Punkten. Und wenn ihr sie noch nicht ausprobiert habt oder damit mit dem Gedanken gespielt habt, kann ich euch nur sagen, holt sie euch, wenn ihr sie kriegen könnt und genießt sie. Es ist definitiv ein interessanter, spannender Habano Smoke, der auch gut abliefert und da wirklich Spaß macht. Ich hoffe natürlich, dass ihr da nicht auf diesen konstruktiven Mangel stoßen werdet wie ich. Gehe ich jetzt nicht von aus, aber dafür kann man hier und da mal mit anderen Dingen zu kämpfen haben. Von daher ist es eine Probierempfehlung geworden. Kommen wir jetzt aber noch zu den Dingen, die ich nicht mit in die Gesamtnote mit einfließen lasse, aber dennoch mit Punkten bewerte, dadurch, dass es eher persönliche Eindrücke sind und bei diesen Kategorien mehr Punkte nicht automatisch für eine bessere Zigarre stehen. Komplexität kriegt sie von mir 5 von 10. Sie ist nicht mega komplex, aber hat doch wirklich den ein oder anderen geschmacklichen Wandel drin. Ein paar einzelne Aromen kommen und gehen wirklich komplett. Aber ansonsten hat sie eine Grundbasis von Aromaten, mit denen sie spielt und das tut sie auch gut. Sie hat sich, wie gesagt, auch in jedem Drittel sehr verändert und das hat einfach Spaß gemacht. Nikotin, ich merke das Nikotin jetzt gerade ein bisschen, da gebe ich ihr 3 von 10. Ich muss an dieser Stelle dazu sagen, aus organisatorischen Gründen musste ich dieses Review drehen, bevor ich gefrühstückt habe. Von daher schätze ich jetzt gerade ein, dass ich das Nikotin mehr merke, als wenn ich ein Frühstück im Bauch hätte oder irgendwie eine Mahlzeit. Von daher, wenn ihr sie rauchen wollt, habt einfach eine Kleinigkeit gegessen und dann ist das auch absolut kein Problem. Intensität 5 von 10. Sie ist nicht mega intensiv, aber die Aromen sind klar da. Sie ist trotzdem aromatisch und voll. Sie ist jetzt aber nicht mega intensiv, aber sie ist jetzt auch nicht mild. Sie ist von der Intensität her mittelkräftig. 5 von 10. Vielen Dank nochmal an Jens, dass du mir diese Zigarre neben vielen anderen zur Verfügung gestellt hast. Ein kleiner Einwurf von mir selbst an dieser Stelle. Wir haben letzte Woche Clean Week gemacht. Vom 29. April bis 5. Mai haben wir auf Alkohol- und Tabakprodukte verzichtet, beziehungsweise ich habe das gemacht und habe euch eingeladen, mir das gleich zu tun. Falls ihr auch erfolgreich an der Clean Week teilgenommen habt, findet ihr jetzt unten in der Videobeschreibung einen Link, wo ihr euch eintragen könnt. Und in einem der nächsten Videos werdet ihr dann natürlich gebührend erwähnt, genauso wie auf der Website. Deswegen tragt euch noch bis zum Ende dieser Woche bei der Clean Week ein, falls ihr erfolgreich daran teilgenommen habt. Ganz wichtiger Hinweis noch, die Clean Week ist kein medizinischer Rat von mir. Es ist einfach nur eine Art und Weise, wie ich einmal im Quartal checke, ob sich irgendwie ungute Gewohnheiten oder Situationen entwickelt haben. Wir möchten ja alle das Genussmittel bleiben. Aber jetzt zurück zu mir. Wie sieht das denn bei euch aus? Raucht ihr Habanos? Habt ihr die Epicure Nummer 2 geraucht? Oder seid ihr eher hinter der Epicure Nummer 3 unterwegs? Ja, auch ein spannender Smoke, der mittlerweile viele Fans gefunden hat. Raucht ihr gar keine Habanos? Ist es euch zu teuer? Oder wollt ihr es einfach mal ausprobieren und hattet bisher keine Chance? Schreibt es mir sehr, sehr gerne unten in die Kommentare oder macht es natürlich viel besser. Kommt in unsere Facebook-Gruppe und auf unseren Discord-Server. Kommt in die Etwas Genuss Lounge. Wir sind in der Facebook-Gruppe mittlerweile fast 800 Leute. Wir sind auf dem Discord ein paar hundert Leute. Würde mich freuen, euch da begrüßen zu dürfen. Falls ihr auf der Suche nach etwas mehr Genuss seid, schaut gerne auf unserem Patreon vorbei. Da bekommt ihr zum Beispiel das Feuerzeug, Tee, Kaffee. Ihr bekommt Behind-the-Scenes-Fotos, das heißt, auch meine Patreon-Mitglieder wussten schon, dass dieses Review heute gedreht wird. Ihr schaut einfach vorbei, es lohnt sich definitiv und es geht schon ab 2 Euro im Monat los. Ich kann mich an dieser Stelle nur noch für eure Aufmerksamkeit bedanken. Lasst diesem Video gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Lasst ein Abo da und da unten habe ich einfach mal mein letztes Video verlinkt. Wir sehen uns das nächste Mal im nächsten Video, garantiert mit etwas Genuss.